Hi, grüß dich. Mein Name ist Sebastian und ich möchte dir zeigen, wie ich bei mir in der Teeküche von meiner Werkstatt, von meiner neuen Werkstatt hier, einen Durchlauferhitzer einbaue. Bevor wir damit loslegen, schauen wir uns das ganze Teil mal an. Das ist ein Durchlauferhitzer. Das ist ganz, ganz einfaches. Beispielsweise habe ich jetzt hier einen Altbau, habe nur eine Wasserleitung, eine Kaltwasserleitung. Das Ganze geht dann hier rein, wird erhitzt und geht wieder raus. Und wir haben quasi eine Kalt- und eine Warmwasserleitung. Der sparsame von AEG wirst du unten in der Videobeschreibung mal finden. Den werde ich dir da mal verlinken. Und schauen wir mal rein, was wir hier haben. Wir haben hier eine Bedienungsanleitung. Wir haben hier einen 230 Volt Anschluss und wir haben den Durchlauferhitzer. So schaut das ganze Gerät dann aus. Den Aufkleber habe ich jetzt hier draufgesetzt, falls irgendwie mal der Nachmieter irgendwelche Angaben ablesen möchte. Das Ganze ist ganz einfach. Wir können das hier mit der Temperatur einstellen, kommen wir später nochmal drauf. Und wir haben hier zwei Wasseranschlüsse, kalt, warm. Ist eigentlich ganz, ganz einfach zu erklären. Und wir haben hier hinten unser Blech, was mit Tesafilm festgeklebt ist, was wir einfach an die Wand montieren, um den ganzen Behälter hier. Bevor wir jetzt den Durchlauferhitzer anbringen, sollte natürlich die Armatur vorweg angebracht werden. Darüber gibt es auch ein extra Video. Das verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung, wie du das Ganze beispielsweise hier an einer Holzarbeitsplatte befestigen kannst. Und wir haben jetzt noch zwei Leitungen übrig. Die eine Kaltwasserleitung von der Armatur geht direkt zum Wasseranschluss. Und wir haben einmal eine Leitung B, also Kaltwasser, und einmal C, Warmwasser. Beziehungsweise da geht das warme Wasser hin vom Durchlauferhitzer. Der ist wirklich sehr, sehr klein. Hier hinten ist der Kabelauslass, der wird auch nochmal gekennzeichnet, dass wir das nach links oder nach rechts legen, damit das Kabel nicht angequetscht wird. Und ihr seht, wenn ich ihn jetzt hier anbringe, wird es ziemlich knapp, dass ich die Tür noch zukriege. Und wir haben wirklich ganz, ganz viel Platz verschenkt. Deswegen würde ich ihn ganz, ganz gerne hinten anbringen an die Wand. Da sehe ich allerdings ein Problem, dass wir irgendwie einen Platzmangel kriegen, beziehungsweise den Drehschalter hier nicht mehr richtig bedienen können. Im Übrigen habt ihr E, ist der sparsame Modus, sind ungefähr 60 Grad. C ist Frostschutz, also quasi aus. Dann haben wir hier 35 Grad. Ihr könnt es natürlich hier regulieren, ne? Hier haben wir ungefähr 40 Grad. 50, 60 bis 85, das ist das Maximale, was ihr rausholen könnt. Ne? Gehen wir mal jetzt auf E. So, und jetzt versuche ich mal gibt ja nicht viel Möglichkeiten. Ne? Ich versuche das ganze Ding mal hinten rein zu quetschen irgendwie. So, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich den jetzt nicht hier anbringe. Das wird einfach zu eng, es wird eine knappe Geschichte. Ich werde ihn einfach nach hinten jetzt stellen. Die Halterung kann ich leider auch nicht anbringen. Der steht aber wirklich fest und sicher. Beim Anschließen der Halterung ist es auch hier nochmal gekennzeichnet mit Rot und Blau. Das ist ganz, ganz wichtig. Also hier zwei Pfeile. Und wenn ihr das Ganze jetzt draufsetzt, solltet ihr auch darauf achten, dass ihr beim Festziehen mit dem Mausschlüssel auch das unterste Gegenstück festhaltet. Im Idealfall nehmt ihr auch einen Mausschlüssel. Hier ist eine Wasserpumpenzange, damit das Gewinde einfach nicht mitdreht. Ne? Und dann auch wieder hier bitte handfest. Ansonsten, ja, nach fest kommt ab. Der Boiler ist installiert und wollen wir mal den ersten Testdurchlauf starten. Ihr müsst dabei beachten, dass Luft in der Leitung ist. Das heißt, es kann zu Spritzer kommen, es kann so ein bisschen brodeln. Und der Durchlauferhitzer braucht so eine gewisse Zeit, bis er vorgeheizt ist. Also nicht wundern, wenn anfangs kaltes Wasser kommt. Wir lassen mal laufen. Und ja, es ist richtig schön warm. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, den Wasserdampf. Es funktioniert aber. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn du noch mehr sehen willst, wie du beispielsweise eine Armatur anschließen kannst, wie du dieses Spülbecken hier bündig einlassen kannst, wie du eine Küche aufbauen kannst, oder im Hintergrund kannst du ein Akustikpanel sehen, wie ich das Ganze angebracht habe. Oder wenn du Bock auf Werkstattprojekte hast, dann begleite mich hier auf diesem Weg auf YouTube und lass ein Abo da.
Bis dann. Ciao. Euer Mr. Handwerk. Hey. Ciao.